Hallo und herzlich willkommen zurück bei Herrscher über Atlantis Poseidon. Wir haben wieder ein paar Tributzahlungen, die wir annehmen können, und ich wollte diese Folge dann endlich anfangen, die gehobenen Wohnungen zu basteln. Laxus ist ärgerlich geworden, weil wir denen einfach nicht das liefern können, was die haben wollen. Lebensmittel, Wolle, Öl. Handel mit Lixus ist ausgesetzt. Ich glaube, mein Stellvertreter hat auch so ein bisschen Rad ab. So, das Problem, was ich jetzt hier habe. Ich habe keine Nahrungsmittel in der Nähe. Da haben wir jede Menge Fisch. Du gehst jetzt los und holst den Fisch. So, dann können wir jetzt anfangen, hier die Wohnungen zu basteln. Geht einmal durch, das ist sehr gut. Achso, erstmal aufhübschen. Die Prachtstraße. Argos schätzt mich weniger, weil die ebenfalls etwas haben wollen, was ich nicht liefern kann, da ich es nicht selber herstelle. So, was habt ihr? Ihr braucht Wissenschaft. So, brauchen wir da hinten die Bibliothek. Alle Naxos geht weiter. Universität. Ganz. Wollte ich gerade bauen. So, jetzt wollen wir das Olivenöl an. Das kann ich liefern. Das ist kein Problem. Labor. Und Erfinderwerkstatt. So, jetzt dürften die ja alles an. Genau, jetzt brauchen sie Rüstungen. Halt! Hier kommen nur Rüstungen hinein. Argos rebelliert. Stadt braucht mehr Arbeitskraft. Okay, das ist nicht so schön. Wir kaufen viel zu wenig Nahrungsmittel ein. Wo kriegen wir denn auch noch Haaren her? Aus Memphis können wir noch Weizen holen. Und aus Sakaria können wir noch Weizen holen. Das ist natürlich alles Pire. Ist hier noch irgendwo Platz? Brauche ich eigentlich noch? Wein. Ja, ich glaube schon. Was? Schon wieder? Schon wieder da oben? Ey, was ist denn hier los? Brauchen wir Wasser? Da ist doch Wasser. Da ist Wasser, da ist Wasser. Da ist überall Wasser. Irgendwo. Rebellion, Argos vorüber. Okay, war eine große Rebellion. So, Residenz. Wir brauchen 150 Kalorien Wohnsitz. Wir haben gerade mal 6 in Residenz, weil die Rüstungen brauchen, um sich weiterzuentwickeln.
Ah ja, genau, das hatte ich gerade vor. Dich brauche ich jetzt nicht mehr. Sorry, aber ich brauche dich nicht mehr. Danke, Herkules. Dementsprechend kommt durch das Museum jetzt hier hoch. Ah ja, Gesundheit. Gesundheit. Nicht vergessen, dass die auch eine Klinik benötigen. Argus bittet um Marmor. Die bitten immer ums Falsche. Es tut mir furchtbar leid, ich habe keinen Marmor. Ich kann ihn nicht abbauen. Und ha, ich hätte es beinahe wieder vergessen. Steuern! Her mit eurem Geld. So, was ist hier los? Warum arbeiten die nicht? Ach, weil es keine Verbindung gibt. Wo wird die Bronze gelagert? Dahin. Das heißt, ich brauche eine Verbindung nach da. Karthagos Attribut. Ja, wunderbar. Dann werden es drüben Rüstung. Oh, die sind aber fix. Kann man auch direkt einen Rüstungshändler basteln. Waffenhändler. Zufriedenheitsdeckmal mal verfügbar. So, das sind jetzt 10 Personen im Wohnsitz. Wenn ich denen jetzt noch Wein bringe, dann... Sollte das sogar noch höher werden, dann glaube ich, geht es auf 20 hoch. Wein einkaufen. Argus, jetzt kann ich irgendwas verkaufen? Wolle, Olivenöl kann ich hier verkaufen. Arbeitslose 89 Stück, sehr gut. Tributzahlungen, Weinhändler. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht habe ich. 8 mal 10 sind wir bei 80 im Wohnsitz. In der Villa. Oh, okay. Verbrechen. Um Gottes Willen. Das ist 42. 122. Ein 48, 128. Wie komme ich auf 42? Gut, 42 ist die Antwort auf alles. Das heißt, ich muss tatsächlich 2 mal 8, 2 16, 160. Das heißt, ich muss hier auch noch überall Pferdewagen reinpacken.
nicht. Was ich nicht weiß, wie weit der Pferdewagen Bauer geht, um Pferde zu holen. Ich glaube, das Problem hatten wir schon mal. Er geht nicht sehr weit. Wer ist der Nächste? Weizenlager ist leer. Nur noch hier ein bisschen Platz, weil ich sehe, da ist ein Aufgang. Ich benötige. Nein. Hier. Eine Wagenfabrik. Einen Pferdehof. Den drehen wir mal um. Und ein Lager für den Weizen. Weizen mehr lagern. Hole dir Weizen. Ich glaube, das geht schneller, als darauf zu warten, dass es mal ankommt. Sehr gut, sehr gut. Es freut mich, was ich sehe. Muss ich jetzt hier eigentlich bloß noch den Wagenhändler einbasteln? Und ich brauche mehr Bronze. Wie viel Arbeitslos habe ich? 46. Dann können wir nicht mal leeren. Bronze. Dann haben die nicht mehr so langen Weg. Ich brauche sowieso zwei Lager mit Bronze. Was habe ich hier eigentlich? Waffenschmieden. Oh.
warum waren die da oben schon so viele Rüstungen plötzlich schon da, weil die oben schon so ein Rüstungslager gibt? Weg mit euch. Wie sieht das obere Rüstungslager aus? Auch voll. Okay. Ah, die ersten Wagen sind durch. Sind dann 20, genau. Das heißt, damit kommen wir auf alle Fälle auf die 150, weil dann haben wir 160. So, dann sammeln wir mal noch die Bronze an. Hab's vergessen. Nein. Leeren. Schön. Da haben wir ein volles... Ja, Moment, ich wollte keine Rüstungen annehmen. Ist da was? Das hier ist einfacher. Einfach abreißen, neu setzen. Bronze. So, das heißt, wir überziehen jetzt mal gerade wieder ein bisschen. Ja, ich habe es diesmal gesehen. Ich überziehe gerade. Können wir auch gleich direkt mal noch die Bronzebarren sammeln. Dann sind wir diese Episode auch schon fertig. Wäre schön, wenn ich mit dieser Armee jetzt gleich noch irgendwas einnehmen dürfte. Mal gucken, was ich von denen hier als Tribut bekomme. Bronze oder Holz. Beides ist im Prinzip möglich. Ja, die brauchen wir nach. Ich dachte schon, dass sie vielleicht, dass sie nicht hübsch genug hier ist. Tributi. Hahaha. Versteht wahrscheinlich wieder keiner. So, können alle wieder Weizen annehmen. Wir haben definitiv genug Weizen. Und genug Pferde. Und genug Wagen. Und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir auch noch genug Bronze. Und sind mit der Episode fertig. Ich sagte, wir sind fertig. Komm, wir haben doch keine Zeit. Hallo? Oh Schreck. Wer hätte gedacht, dass all die alten Geschichten über die Frühzeit von Atlantis wirklich stimmen? Wir haben Zentauren gesehen. Und sie sind wirklich so hässlich, wie in den Legenden beschrieben. Die Barbaren haben uns angegriffen, doch mit ihnen wurden wir mühelos fertig. Genauer gesagt, als sie das Wappen von Atlantis auf unseren Rüstungen erblickten, wandten sie sich vor Angst im Staub. Danach haben sie uns nicht mehr allzu viele Schwierigkeiten gemacht. Den leutseligeren Atlantiden unter uns taten die Zentauren leid. Sie verkündeten, dass sie ein früheres Unrecht ausgleichen wollten. Ein Botschafter nach dem anderen ging mit Friedensangeboten ins Zentaurenland, aber keiner kam je zurück. Was können wir sonst noch tun? Die Griechen leisten immer noch Widerstand und sind alles andere als glücklich, dass wir so nahe an ihrem Land siedeln. Wie unser unsterblicher erster König Atlas gesagt haben würde, findet euch damit ab. Na gut, dann finden wir es damit ab. Wir finden es auch damit ab, dass das Spiel die letzte... Ach Quatsch. Wir finden uns damit ab, dass die Folge wieder vorbei ist. Das wollte ich eigentlich sagen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat... Sehen wir uns doch ganz bestimmt morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.